Jetzt habe ich schon fast wieder so viel. So viel Platz, dass ich schon wieder was mitnehmen könnte. Okay, gut. Dann nenne ich dich Hermann. Keine Ahnung. Ja, theoretisch können wir los, aber es ist dunkel. Das ist natürlich echt ungünstig jetzt. Ah! Scheiße! Noch eine Stunde vielleicht? Weiß nicht. Erstmal ein Wolf in den Ofen. Käse drüber, zwei Scheiben Toast. Ich dachte schon Kekse drüber. Mh, lecker. Ah, ich glaube, jetzt ist es hell. Aufheben. Soddele. Ach, das ist doch toll. So, jetzt trinken wir nochmal ein Schlückchen. Und dann geht's ab wieder nach Hause. Mit dem vielen Essen, was wir schon alles wieder unterwegs aufgegessen haben. Hat sich gelohnt, ne? Toll. Warum gehe ich jetzt eigentlich wieder zurück? Woher siehst du das? Ja, stimmt. Hab ich. Bis auf den. Der ist nicht rot. Der ist immer wieder abgeblättert. Hab so viel auf Sachen drauf gezeigt immer. Hat nicht gehalten. So, tragen. Upsila. Zu viel Fleisch ist ungesund. Ja, was soll man machen? Ne? Hier ist so einiges ungesund. Zu viel Rohrkolben ist wahrscheinlich auch ungesund. Liegt auch mal schwer im Magen. Ja, man wäre dir nicht so recht. Ach, schade. Was mit Bob? Dein Red Bull ist alle... Oh mein Gott. Das ist durchsichtig. Durchsichtig so ein Glitzer. Sieht man nicht so gut. Oh, ein schöner Morgen. Ach, das sieht ja schon fast schön aus. Ach komm, wir zünden die mal an, oder? Sicher, sicher. Wie, das gibt's nicht in 5 Liter Flaschen? Ey, Pausi, ich nehme das sonst persönlich hier, wenn du 5 Liter Red Bull brauchst, um Let's Play zu gucken. Stream. Achso, ne, ich soll ja nicht sprinten. Ist das hier eigentlich der kürzeste Weg? Warte mal, kann ich nicht auch unten rum? Ich kann doch auch hinten rum gehen. Da muss ich ja gar nicht bei den Wölfen hier lang, oder? Wenn ich das da vorhin richtig gesehen habe. Könnte ich doch auch hier links lang? Und dann da über diesen zugefrorenen... Oder geht das nicht? Oder komme ich da wo ganz anders hin? Bin da noch nie lang gelaufen. Brauchst du zum Überleben? Generell? Jeden Tag? Das war nicht gut fürs Herz. Oh, ich hätte so gerne ein Gewehr und dann würde ich es den Wölfen so zeigen. Spawnen die eigentlich wieder? Also respawnen die wieder, die Wölfe? Das fände ich irgendwie... Auf der einen Seite ist es ja gut, auf der anderen fände ich es aber auch nicht so gut. Ich geh jetzt mal hier lang. Geht's da auch weiter? Jetzt. Oh, das Eis, das knackt. Hier ist wieder niemand, das ist gut. Um diese Uhrzeit schlafen die noch. Vielleicht. Oh, Moment mal. Eigentlich müsste ich mich ja vielleicht auch mal drum kümmern, oder? Vielleicht bekomme ich ja aus diesen... Ach nee, das ist ja nur ein Stock. Zweig. Aus diesen dicken, oder? Aus diesen dicken Ästen bekomme ich Zedernholz, ne? Oder? Nein! Ach so, okay. Okay, gut. Wie, ich schieß dreimal daneben. Nein! Ich treffe sofort. Natürlich. Ich habe voll viele Patronen. Ich habe nur kein Gewehr. Und ich weiß nicht, wo ich bin. Oh nein, Pausi, hör auf. Wir brauchen die doch noch. Nur mit toten Wölfen, ja. Das stimmt.
Aber dass sie im Staudamm, also dass der da im Staudamm nicht wiederkommt, das ist auf jeden Fall schon mal super. Ist hier Ende? Oh nein, bitte nicht. Oh nein, ich habe das Gefühl, es ist Ende. Oh. Ah nee, das geht's weiter, glaube ich. Das ist jetzt mal ein ganz neuer Weg. Hier war ich noch nie. Oder es war ganz schön neblig. Vielleicht war ich dann hier schon mal. Ich weiß nicht genau. Hä? Wo komme ich denn jetzt raus? Ich dachte eigentlich, ich gehe in die Richtung von meiner Hütte. Das war wohl ein Irrtum. Das war wohl ein völliger Irrtum. Was? Hat er was geknurrt? Nein. Ah, da hat was geknackt. Der ist ja cool, der Zapfen. Maloxan auch noch für den Magen. Hallo. Das ist aber nicht gut, sowas. Allein schon so viel Red Bull ist nicht gut. Red Bull macht Herzkasper. Was? Das ist jetzt wirklich ein Teil von der Karte, den habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ich wollte doch nur zurück zu meinem Haus. Wo komme ich jetzt hin? Ah, ne, ne, oder? Hä? Was ist das denn hier? Ich habe mal eine Spur von Wiedererkennen und dann denke ich mir so, ach nee, doch nicht. Oh. Ich folge dem Fluss der Straße. Okay, das mache ich. Fluss oder Straße. Moment mal. Ach nee, doch nicht. Nein, es hat meine Fackel ausgepustet. Du dummes. Da, was, was? Na toll, jetzt gehe ich auch noch gegen den Wind hier. Aber das ist ein Sprössling, ich glaube. Was? Habt ihr was gehört? Habt ihr was gehört? Nee, oder? Nee, oder? Oh, war da was? Ja, wechselst du halt zu Monster, na danke ja. Was? War da was? Oh nein, das ist. Ist da was? Da ist doch was. Oh mein Gott, da ist doch was, oder? Ich kann meinen Dings nicht anmachen. Nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich höre da was. Ich höre da was. Hört ihr das auch? Nein, da ist wirklich was. Ich glaube, da oben ist der. Der sieht mich aber nicht. Oh Gott, ich bin so dumm, glaube ich, gerade. Hört ihr das nicht? Ich höre das. Doch, doch, doch. Da ist was. Ich schwöre, da oben ist irgendeiner. Oh mein Gott, ich erfriere. Nein, ich habe doch so geile warme Sachen an. Oh. Echt? Ich bin mit einem Messer? Ich habe doch ein Messer. Da ist ein Wolf, siehst du, habe ich doch gesagt. Schip, schasch, habada. Da ist ein Wolf. Seht ihr den? Da ist ein Wolf. So, jetzt haben wir den Salat. Da muss ich lang. Was mache ich jetzt? Na toll. Ja, und wo? Ich weiß ja nicht, wo ich bin. Was soll ich denn machen? Na geil. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich Unterschlupf suchen kann. Ich könnte mir ein Feuer machen. Hallo, Hase. Oh, was ist
da denn? Ach nein, ein Hase! Oh. War das schon aufgegessen? Zünd mal die Fackel an, das hilft. Ja, aber ich kann nicht. Die Fackel geht immer aus. Ich kann sie nicht anzünden. Ah, hier kann ich sie anzünden. Moment, ich mach mal ein Feuer. Warum denn nicht? Ich will hier ein Feuer machen. Es geht vielleicht anders. Wie ging denn das nochmal? Hä, wieso kann ich denn kein Feuer machen? Hallo? Na gut, dann eben nicht. In die Hütte beim See, aber ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich würde ja total gerne, aber ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Doch, ich habe den wirklich gehört, den Wolf. Wirklich. Schrei den Wolf an und lauf weiter. Soll ich? Soll ich wirklich? Ich mach das. Ich mach das. Ich erfriere doch hier. Aber ich kann auch nicht laufen. Ich kann... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er ist da hinten. Er ist da. Ich... Oh, es ist doch gar nicht kalt. Ich bin doch voll geil geschützt. Zum Staudamm wieder zurück. Echt? Die Hütte ist vor mir? Ernsthaft? Ich muss da nur durch? Oh. Hallo. Hallo? Hallo? Wo ist er denn jetzt? Nein, die Fackel! Ah! Oh mein Gott. Ich höre ihn. Wenn ihr ihn nicht hört, ich kann da nichts hören, aber ich höre ihn. Ich habe einfach unfassbar... Ah, Scheiße! Kopfschmerz. Oh mein Gott, er hat mich in den Kopf gebissen. Die Arme. Oh mein Gott. Und jetzt verblutet er. Selber schuld. Blöde Töle. Ah! Greift er mich wieder an? Nein. Er wird jetzt sterben, ne? Oder? Oh, nein, ich will nach Hause. Da. Hallo, Hirsch. Mach Platz. Wo ist denn hier die Hütte? Welches ist denn jetzt die nächste? Hallo, feels so good. Ja, ich weiß. Du, mir geht's auch nicht gut. Kann nicht jeder das haben, was er will, ja? Das Leben ist kein Wunschkonzert. Ah, Moment mal. Ich weiß nicht, wo ich bin. Da hinten sind die Hütten. Da ist meine Hose. Hasa, hasa, ha. Oh Gott, ich sehe schon voll schlecht. Links die Hütte, okay. Die da? Nein, nein, die will ich. Oh Gott, ich schaff das, glaube ich, gar nicht. Scheiße, ich glaube, ich schaff das nicht. Ah, lauf. Lauf. Ich muss meine Fackel anmachen. Aber es ist so... Vielleicht bringt es ja was, wenn ich das anmache. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ups. Oh je. Oh nein, tu's doch nicht. Nein, 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 nein. Lauf. Ich will nicht sterben. Nein, es ist doch, es läuft doch so gut. Irgendwie nicht, aber es läuft immer so lange gut, bis es schlecht läuft. Die Weisheit des Jahrhunderts. Oh Gott. So, jetzt kann ich auch nicht mehr laufen, aber jetzt, boah, ich komm, jetzt, ich schaff das noch. Zack. Habe ich ein Leiden? Nein. Es geht mir gut. Ich bin nur taub. Es geht mir gut. Oh, es geht mir gut. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Ich habe es geschafft. Ich bin zu Hause angekommen. Und draußen stirbt gerade ein Wolf. Den will ich eigentlich gerne zerlegen. Aber es geht ja nicht. Miste.
So. Ich glaube, wir machen mal Schluss für heute, oder? Ich bin nämlich echt fertig. Das war echt. Das Spiel an sich ist, das macht mich immer schon fertig. Spannungsbogen. Was soll ich machen? Spiel mal den Wolfsberg. Ach so, das ist ein anderes Gebiet, ne? Ich bin voll fertig. Die Laterne gibt Wärme. Ja, sehr gut. Geh mal du. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich gehe jetzt mal duschen, ey. Ich bin fertig. Wie spät ist denn das überhaupt? Oh, okay, 5:15 Uhr. Das ist spät. Ich hatte mir ja keine Zeit vorgenommen, aber das ist spät. Das heißt, der Kater kriegt jetzt nochmal schön lecker was zu essen. Und dann darf der nämlich nichts mehr haben, weil der ja morgen früh nüchtern kommen muss. Und dann, ja. Es war auf jeden Fall schön mit euch. Ich habe keinen Endscreen oder irgendwas. Ich, ja. Sag jetzt einfach so gute Nacht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ich lade jetzt die kleinen Dinger hier, ich stückel die und lade die dann halt immer wieder bei YouTube nochmal hoch. Und dann mache ich das aber, glaube ich, nur noch im Stream. Also The Long Dark mache ich jetzt nur noch im Stream, weil mir das echt um einiges mehr Spaß macht. Gerade beim Stream. Ja. Der Hund darf auch mal raus, ja. Zusammenfassung des Streams und danke, Ben. Ach, wie doof. Ich hab ja gar nicht den Stream eigentlich abgefilmt. Also den Text. Eigentlich müsste ich den ja auch mal reinmachen. Sonst ist ja voll doof, wenn man das hochlädt. Viel besser mit Tipps. Viel, viel besser. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Wie, du willst meine YouTube-Videos sehen? Kannst du doch. Nein, Nordi, jetzt kommst du gerade. Nein, ich mach gerade Schluss. Ich mache Schluss mit euch. Nein, ich will gerade gehen. Ich bin gerade fertig. Ich bin wirklich fertig mit der Welt, mit allem. Ah, danke für den Follow. Heidi! 2 bis 3 Minuten, okay. Ja, wer möchte denn gerne? Ihr könnt gerne was fragen. Ah, danke, Nordi. Guter Nebenschnittstream. Bitte was? Ach so, aber ich lade doch das nochmal hoch. Okay, ja, das ist dann natürlich doppelt, weil dann hast du es ja schon gesehen, ne? Meinst du das? Das ist doof. Ah, Nordi. Nein, ich werde auf jeden Fall nochmal streamen. Das ist halt. Ich habe ja schon um 6 angefangen. Und das Spiel, das macht einen wirklich fertig. Ich lade es ja nochmal bei YouTube hoch, dann siehst du dann, dass es mich wirklich fertig macht. Willst du mich heiraten? Was? Ja, ich fand's auch schön. Ich würde ja gerne auch noch mal was anderes streamen. Mal gucken. Also wenn ich da so ein bisschen besser drin bin, dann werde ich vielleicht mal ein bisschen häufiger streamen. Aber ja, ich habe ja auch gesagt, ich werde ja bald halt nicht mehr so ganz so viel Zeit haben. Das ist aber ja nur partiell. Also während des Umzugs und wenn ich dann umgezogen bin, dann habe ich bestimmt auch viel bessere Möglichkeiten. Dann habe ich so ein Greenscreen, den ich dahinter. Ah, danke, Edan. Hey, das hast du mal lange gewartet. Das hättest du mal währenddessen lieber machen müssen. Die anderen, die wollten das ja mal gerne, mich nochmal verschrecken. Ja, da habe ich auf jeden Fall einen ganz coolen Arbeitsplatz, so wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, das wird alles und klappt alles so. Habe ich einen richtig coolen Hintergrund und so. Sind Tipps bei The Long Dark Spoiler? Nein, finde ich gar nicht mehr. Ich finde, am Anfang war das eine super Erfahrung, wirklich gar nichts zu wissen, komplett. Ohne irgendwas zu spielen. Vor allem, man muss ja mal bedenken, ich habe ja nie ein Survival-Game gespielt. Das war ja mein allererstes Survival-Game. Und das komplett von vorne, ich habe ja, ne, also wenn man wirklich keine Ahnung hat, ich bin ja eher so der Adventure-Strategie-Aufbauspieler. Und deswegen war das schon echt spannend und auch schwierig für mich am Anfang. Aber es hat auch echt Spaß gemacht, so wirklich nichts zu wissen. Aber gerade so, wenn ihr jetzt dabei seid, das ist schon toll, wenn man dann irgendwie mal zuhören kriegt, so, mach das, mach dies und nimm mal da was und guck mal da. Ja, so. Interaktiv, finde ich, ist das Spiel halt echt super. Ein paar mehr Zweitaccounts anlegen. Ja, genau. Toll.
Ach so, genau. Eine Notiz an mich. Ich muss mich darum kümmern, dass dieser Infobutton irgendwie funktioniert. Keine Ahnung. Mich mal nachlesen. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Das habe ich wieder vergessen. Oh. Ich wollte irgendwas sagen, was ich noch streamen könnte. Ach so. Ja, nee, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll. Ich bin ja eigentlich totaler Fan von TTT. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist Trouble in Terrorist Town. Terrorist. Dieses, die Garry's Mod von Counter-Strike. Ich bin überhaupt gar kein Counter-Strike-Spieler, aber ich liebe dieses Spiel. Und wenn ich irgendwie so eine Gruppe habe, die ich total gerne gucke, ich gucke das halt zum Beispiel immer bei den Amüsiertabletten und Valcry und so. Das würde ich einfach selber so gerne mal zocken, aber ich kann das überhaupt nicht. Schade. Ich weiß nicht, kennt ihr das Spiel? Nicht einfach, aber cool, ja. Du willst mitmachen, Ben. Aber du kannst das ja auch. Ey. Das ist ja schlimm, wenn du spielst mit Leuten, die haben dann Ahnung und ich habe gar keine Ahnung. Ich treffe dann ja noch nicht mal. Also das, das Blau-Weiße, meinst du? Wie witzig, habe ich heute tatsächlich drüber nachgedacht. Ja, kann ich machen, warum nicht, ne? Habe ich ja sowieso heute drüber nachgedacht. Okay. Jeder kennt TTT, sicher? Danke, das freut mich, danke. Ben lügt doch nicht. Ben. Ja, ich bin auf jeden Fall noch, ja klar. Matt klärt mich jetzt auf, Matt führt mich jetzt ein ins Streaming und sagt mir, was ich machen muss. Nein, wie man das so macht. Ich mache ja einfach irgendwas. Normalerweise macht man ja auch mal so eine Aufwärmphase oder so, ne? Der Ben, der macht das ja immer ganz gut. Siehst du? Der kennt das nicht. Der Karl. Das ist im Grunde, TTT ist eigentlich ein Shooter, wo du... Also wie genau das zusammenhängt, weiß ich nicht. Also es gibt halt noch Garry's Mod, was du dir dazu runterladen kannst. Und dann kannst du das Spiel halt modden, ne? Und dann gibt es verschiedene Game-Modi. Das ist so wie Mord im Dunkeln, so ein bisschen. Was man so in Real damals immer gespielt hat. Das heißt, einer ist der Traitor oder zwei sind die Traitor, die Bösen. Und die anderen, sie sind alle unschuldig. Und keiner weiß natürlich, wer der Traitor ist, ne? Und das heißt, im Grunde ist jeder immer verdächtig und der muss dann unauffällig die anderen Spieler umbringen. Und dann gewinnt halt entweder die Fraktion der Traitor oder die Fraktion der Unschuldigen. Und das ist so taktisch gesehen so lustig. Also so ein... Ja. Das ist so ein psychologisches Spiel, finde ich. Das macht irgendwie total Spaß. Zum Zugucken jedenfalls. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde auch wieder einen Herzinfarkt kriegen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das spielen soll. Oder mal ein... Nee, Horrorspiel lieber nicht. Horrorspiel lieber nicht im Stream. Ja! Du auch! Oh, perfekt! Und das ist ja noch nicht mein Horrorspiel und ich mache mir schon die Hose. Schrecklich. Sehr gut. Wie kriegt man eigentlich den Stream da eingebaut? Muss ich auch nochmal fragen. Genau, der Traitor muss alle töten. Ohne selbst zu sterben. Und ohne sich seine Identität preiszugeben. Das stimmt, in der Tat. Da sollte man lieber nicht so gut befreundet sein. Wobei, ich glaube, wenn man sehr gut befreundet ist, dann kann man vielleicht den anderen enttarnen. Das wäre auch möglich. Dass man dann weiß, ah, du kommst mir so verdächtig ruhig vor oder irgendwie sowas. Ja, vielen Dank an alle, die dabei waren. Und es hat wirklich richtig, richtig Bock gemacht mit euch. Richtig Spaß. Dass da auch so viel, dass, ja, man hat wirklich mal so eine ganz andere Möglichkeit, ne, miteinander irgendwie direkt darauf einzugehen und direkt auch was zu tun. Es ist immer nur schade, dass es halt noch so ein bisschen versetzt ist. Das heißt, man kann ja nicht sofort auf irgendwas reagieren. Und wenn ich wegrenne, dann kann ich ja sowieso immer nicht gucken. Ich brauche unbedingt mal einen Bildschirm, der irgendwie weiter unten ist, weil jetzt gerade gucke ich das so über so einen kleinen Fernseher, der da oben hängt. Und das ist dann auch noch so weit weg und das ist dann so, was, Hilfe? Was, mit Flatty? Ach so, TTT meinst du? Du, mein Gekreisch, das musst du ja nicht vermissen. Du kannst ja alles Mögliche angucken. Es gibt so viel Gekreisch bei mir.
Oh. Voll der Stalker. Ja, ich sehe schon hier. Ich mache auf jeden Fall weiter mit, wie, also The Long Dark Life, also Twitch, auf Twitch, ne? Auf Twitch will ich auf jeden Fall weitermachen, weil es mir viel mehr Spaß macht. Es macht mir viel mehr Spaß, das auf Twitch zu spielen, als es alleine zu spielen. Weil das ein Spiel ist, wo ich Angst habe. Und wenn ich Angst habe, dann bin ich eigentlich gerne nicht alleine. Also deswegen ist es, finde ich, so viel besser. Und ich bin nicht gestorben. Hallo? Das ist ja auch, also, ne? Das ist mir noch nie passiert, sowas. Wie lange lebe ich eigentlich? Ich habe gar nicht geguckt. Ja, besonders, er ist besonders aufmerksam, besonders wenn es die Haare angeht. Schon wieder ein Krankenwagen. Lädt man sowas eigentlich auch noch auf YouTube hoch? Nee, oder? Das Outro. Ist das ein Outro? Fünf. Ich glaube, das ist mein. Oh, gerade mit Wölfen, fünf. So lange habe ich tatsächlich noch nie gehabt. 12% von der entdeckten. Was? Von der. Ist das nur von dieser Welt? 12%? Was? Ich habe mal schön 67 Stunden gepennt. Gemachte Feuer. Begegnung mit Wölfe, 8. Wow, 8? Ernsthaft? Nicht schlecht. Ja, tschüss. Tschüss, Bausi. Wir müssen sowieso nochmal schnacken wegen dem anderen Projekt, ne? Wann wir uns dann treffen. Ich muss ja jetzt erstmal mit dem Amüsiertablettchen was machen und dann mache ich mit euch beiden wieder weiter. Ich hoffe, dass es bei mir dann auch mal funktioniert. Müssen wir auch noch bestimmt noch mal vorher testen, ob es dann klappt mit der blöden Aufnahme. Ah, danke für den Follow, Koskra. Ja, na klar, ich entscheide natürlich immer selbst, was ich mache. Aber es ist ja auch Blödsinn, wenn man komplett alles so macht, wie man selber Bock drauf hat und auf alle anderen scheißt. Da habe ich auch keine Lust drauf. Was? Du hast 50? 50 was? 50 Liegestütze? Was? Ach so, 50. Ah, okay. Eingefundener Dosenöffner. Das ist wichtig, das muss man wissen. Warum schreibt er das? Kann man hier umblättern? Nee. Klick, 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 klick. Geht nicht. Detailansicht? Ah. Ich war nur am Rätselsee. Ja, ach was, 50 Tage überlebt? Das ist lang. Das ist ungefähr zehnmal so lang wie meins. Und ich bin schon fast gestorben. Mehrfach. Innerlich. An Herzinfarkt. Erfolgreiche Reparaturen. Oh. Kämpfe mit Wölfen 2. Gewonnene Kämpfe 2. Das sieht gut aus. Getötete einer. Ja, aber der andere, der ist bald tot. Da muss ich nur dran denken beim nächsten Mal, dass ich da unbedingt rausgehe und mir den Wolf wieder aufsammle. Yummy. Wolfsfleisch. Ich bin auf jeden Fall mutiger jetzt. Das ist gut. Oh, was ist das denn für ein Geräusch? Überlebte Schneestürme? Was? Klaus hat 100. Ja, warum wundert mich das nicht, dass der Klaus 100 hat? Der ist ja auch ein Profi. Vor allem 100 dann auch noch auf dem. Oh, hi! Hallo? Oh Gott, wie spricht man denn das bitte aus? Nix, 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 nix. Ja, klar, kann ich gerne machen. Ich habe ja noch nicht mal eigentlich eine Zeit eingeplant. Also ihr könnt ja gerne sagen, wenn ihr sagt, so, ihr habt noch ein bisschen Bock zu quatschen, dann machen wir das, ne? Wir machen einfach so wieder, wie wir gerade Lust haben. Und bei mir geht es jetzt gerade nur darum, dass ich den Kater noch mal füttern muss. Und dann, ja. Sonst habe ich eigentlich Zeit.
Sorry für den Namen. Wer bist denn du? Wer ist denn du echt? War kein anderer Name mehr frei, sorry. Einfach so eingetippt. Moment mal. Ja? Okay, wahrscheinlich mit beiden Händen. Und mit dem Zeigefinger oder so. Einmal Gesicht über die Tastatur. Ben, ich weiß ja nicht, wie dein Gesicht aussieht, aber vielleicht so. Also ich glaube, das war's nicht. Gleich wird sie vom... Achso, vom Kater. Nein, das würde er nie tun. Ich habe einen sehr sanften Kater. Der ist sehr freundlich. Nur röchelt der leider im Moment immer und man weiß nicht so genau, was es ist. Es ist irgendwie so ein bisschen wie Katzenhusten oder so ein... Es ist wohl kein Husten. Naja, aber er kriegt jedenfalls die Zähne gemacht und so und dann, hoffen wir mal, vielleicht kriegt er dann noch Antibiotikum, dass sich das dann verbessert und wenn nicht, dann müssen wir nochmal weiter gucken. 100 Tage bei Stalker, genau das habe ich nämlich gedacht. Ja. Du bist korrekt. Wer? Ich? Horny halt. Horny! Darf man das? Katzenorgasmus? Die Nutella oder das Nutella? Wie witzig, da habe ich mir vorhin gerade Gedanken drüber gemacht. Ich habe hier nämlich ein Nutella-Brot, was kein Nutella ist, sondern Schokomack. Da habe ich noch gedacht, heißt es eigentlich die Nutella oder das Nutella? Und da habe ich mir gedacht, es heißt das Nutella-Glas. So. Problem erledigt. Ja, tschüss, war schön, Martin. Cool, dass du es geschafft hast. Und dass du jetzt auch mal schreiben konntest, nicht so wie beim letzten Mal. Schlaf gut. Apple? Ja oder nein? Ich habe keinen. Ich habe keinen. Ich habe auch kein iPhone. Also, deswegen, es ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich bin halt eigentlich ein PC-Typ. Eigentlich bin ich PC-Typ. First World Problems, ja. Also das, Ben, das ist nicht zu unterschätzen. Muss man sich Gedanken machen. Musst du sagen, Apple ja oder nein? Nein, lieber eine Birne. Was? Amina Zicki? Warum das? Ach, das sind so eine Entweder-Oder-Fragen. Hässlich oder und reich oder hübsch und arm? Ach du Scheiße. Benutzt kein Apple. Hässlich und reich, ja. Tja, wenn man so sieht, kann man sagen, ja, bin ich lieber hässlich, lass mich schön operieren. Aber was ist schon Geld, wenn ich nicht glücklich bin? Also insofern... Wenn du hübsch bist, dann kannst du auch als armer Schlucker was Gutes draus machen. Könntest du auch sagen, ich werde Model. Und dann bist du auch wieder reich, ne? Schwierig. Der Umzug, der ist geplant für... Also die Renovierung ist geplant komplett für den März, kompletter März. Und der Umzug, der ist dann im April, beziehungsweise vielleicht geht da auch noch was für die Renovierung drauf. Ich weiß es nicht genau. Ich habe halt komplett einen ganzen Monat frei. Und ich hoffe mal, dass das reicht. Ich weiß aber nicht, ob es reicht. Wenn es nicht reicht, dann bin ich im April auch noch da eingespannt. Mister Ben, ey. Das Sofa zieht mit um, aber ich weiß nicht genau, ob ich mir eine andere Location aussuche, weil ich ja dann so viele Möglichkeiten habe, weil ich dann auch viel mehr Platz habe. Und eventuell, ich weiß nicht, muss ich mir nochmal überlegen. Also das Sofa kommt aber mit, auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob es dann halt so bei dem Sofa bleibt, bei der Location. Vielleicht mal so aus Nostalgiegründen. So, warte mal, ich komme gar nicht hinterher. Wäre für mich lediglich ein finanzieller Boost. Ja, genau, Ben. Du hässlicher Lappen, ey. Todesstrafe? Nee. Also, mein Gott, ist das schwierig. Ich finde die Todesstrafe echt nicht richtig. Siehst du aus wie Merkel, Ben? Sag mal, was? Was zieh an? Warum soll ich so eine Sache machen? Lieber reich und gesund als arm und krank? Die Frage ist gut. Ich möchte da gerne arm und krank sein. Beides.
Welches Sofa? Das blaue! Das blaue natürlich! Horoskope. Horoskope finde ich super, aber total blödsinnig. Früher habe ich total gerne Horoskope gelesen. Fand ich total schwachsinnig. Damals, so, wenn man so jünger war, so, da glaubt man da dran. Aber, nee, Quatsch. Wobei, also so an die Konstellation, also an Sternzeichen im weitesten ist schon häufig was dran, aber wirklich nur im weitesten. Das ist ja nicht nur, ja, du bist jetzt irgendwie Zwilling und dann bist du automatisch so und so. Ah, danke für den Follow. Das muss ich jetzt aussprechen. Oh Gott. Crazy. Ach, crazy. Ist ja voll einfach. Man denkt sich immer irgendwie komische Sachen, wenn man sowas sieht. Lieber frieren oder schwitzen? Oh mein Gott. Hässlicher Lappen. Moment, jetzt muss ich überlegen. Ah ja, tschüss. Ich... Das war schwierig. Lieber frieren oder schwitzen? Frieren oder schwitzen? Also ich friere meistens. Also insofern vielleicht frieren, bin ich gewohnt. So ganz heiß finde ich echt ätzend, muss ich sagen. Echt ätzend. So, wenn man friert, dann kann man sich wenigstens noch was anziehen und kann baden oder so. Dann wird einem auch wieder warm. Deswegen, ich glaube, lieber frieren. Aber ich fahre nicht gerne in Winterurlaub. Ich fahre lieber eigentlich ans Meer in Sommerurlaub. The Long Dark oder... Ah! So, Gott. Ja, danke. Danke für den Follow. Muss ich es jetzt nochmal aussprechen? Nee, ne? Kann ich die nicht anders nennen? Kakao warm oder kalt? Yum, yum. Im Winter warm, im Sommer kalt. Mag ich auch beides. Aber so im Winter warm mit Sahne oben drauf ist mega lecker. Finde ich richtig lecker. Und The Long Dark, oder was ist das andere? Was ist das andere? Spiele ich das? Nee, was ist das andere? Ich glaube nur an Horoskope, die ich selber gefälscht habe. Ja, genau. Genau so muss es sein. Sag mir nochmal, Karl, was ist denn das? Was ist schlimmer, Handy oder Geldbeutel zu Hause vergessen? Handy. Handy ist schlimmer. Die Regenbogenschabe, die ist doch cool. Asia Candy Challenge. Ah, ich habe doch auch schon mal sowas Ähnliches gemacht, Ben. Ach, die kennst du doch. Peter. Ja, das ist doch einfacher. Flame in the Flood? Was ist das denn? Das kenne ich gar nicht. Muss ich das kennen? Mayo oder Ketchup? Das Beste ist, Mayo und Ketchup zusammen. Wir haben da tatsächlich mal an Silvester das zusammen gemischt und haben gesagt, das ist eine neue Soße, die heißt Maki. Also Mayo und Ketchup. Und die haben uns wirklich geglaubt. Und die so, echt? Ist ja voll lecker. Aber so, wenn ich mich für eine Sache entscheiden müsste, Mayo. Ben hat die Statistik kaputt gemacht. Hä? Wie eine echte Info. Hä? Habe ich nicht verstanden. Minjas hat das gespielt. Flame in the Flood. Echt? Warum habe ich das nicht gesehen? Slime Rancher ist cool. E-Book-Reader oder dickes Buch? Oh, ich hätte bis zum letzten Jahr gesagt, dickes Buch. Und jetzt sage ich Kindle. Weil ich habe so mega geile viele Bücher da drauf. Ah, cool, Gonchi. Hi. Wir sind eigentlich schon durch. Wir sind gerade nur noch so ein bisschen am Quatschen. Du bist ja ein bisschen spät. Aber ich lade die ganzen Dinger noch hoch. Aber du kannst gerne noch ein bisschen mitquatschen. Wir machen gerade so ein bisschen Entweder-Oder, ist mir aufgefallen. Es war irgendwie ungewollt, aber eigentlich ganz lustig. Vor allem E-Book-Reader finde ich echt cool, weil man das einfach überall mit hinnehmen kann. Also gerade so am Strand oder so, wenn dir die ganze Zeit der Wind um die Ohren bläst und dann so die Seiten durch die Gegend fliegen. Dann einfach nur so ein Ding so ganz flach. Das ist echt richtig praktisch. Pommes rot-weiß. Kennt doch jeder. Genau. Ja, im Grunde ist es das ja. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann sonst Mayo. Oh Gott. Unschuldige Oma oder junger Papa? Ne, da spring ich lieber selber. Ist ja grausam.
Follower ist, dachte, was ich bin. Naja, ich kann mich nicht entscheiden zwischen zwei Menschenleben. Das kannst du nicht machen. Das ist ja schrecklich. Was würdet ihr da machen? Nee. Tauchen oder schwimmen im Meer? Tauchen oder schwimmen? Also was ich persönlich am liebsten mache, ist so über Wellen drüber springen. Zählt das zu schwimmen? Ich weiß es nicht. Ich kann halt unter Wasser die Augen nicht aufmachen, deswegen nervt es so ein bisschen. Also sonst wahrscheinlich tauchen, weil ich dann ein bisschen was sehen kann. Also wenn ich so eine Brille hätte, dann ja, schon, ja. Handy nachts, lautlos oder immer erreichbar? Ich bin immer erreichbar eigentlich. Ich bin immer erreichbar. Wenn irgendwer irgendein Problem hat, dann kann er mich immer anrufen. Ja. Ist auch schon passiert. Wobei ich auch meistens ziemlich lange wach bin. Deswegen bin ich dann immer die erste Person, die angerufen wird. Und manchmal denke ich mir, hätte ich es bloß lautlos gemacht. Ah. Ja, genau, mit Taucherbrille ist das schon wieder was anderes. Aber nicht so eine Taucherbrille, sondern dann, wenn, dann mit Nase. Weil die anderen, da fangen ja mal an zu schielen. Da kann ich ja auch nicht gucken. Morgens oder abends duschen? Oha! Hat sich auch geändert. Ich habe mal immer abends geduscht und es kommt immer drauf an, um welche Uhrzeit ich aufstehen muss. Was ist das denn für ein Link? Wenn ich sehr... Wobei, nee, eigentlich dusche ich doch morgens. Also, beziehungsweise ich dusche eigentlich dann, bevor ich los muss. So. 2 Stunden vorher oder so. Ja, scheinbar gehen Links doch. Wusste ich auch nicht. Habe ich scheinbar nicht eingestellt. Ups. Jetzt kommt's, jetzt geht's los. Gleich. Bam. Lange wach ist gut, ja. Natürlich lebe ich nach der thailändischen Uhr. Ich habe gesagt, sieht man doch, ich bin doch totaler Thailänder. Hallo? Nachtmensch. Nachtmensch, ganz einfach. Nachtmensch. Ich hatte mein Rhythmus so gut im Griff, aber jetzt ist er schon wieder völlig raus. Ich kann total mega gut nachts arbeiten und kann auch total gut nachts wach sein. Ich habe auch ganz oft nachts immer die Let's Plays aufgenommen. Ich bin da einfach total aktiv. Englische Filme, Originalvertonung oder Deutsch? Es tut mir leid, ich gucke die auf Deutsch. Also wenn ich sie auf Deutsch geguckt habe, dann würde ich sie danach auch nochmal im Original gucken, aber ich habe dann immer die Befürchtung, dass ich was verpasse, weil also ich kann Englisch, aber ich... Wie gesagt, ich hätte dann trotzdem irgendwie die Befürchtung, dass ich irgendwas nicht richtig mitkriege. Ich bin die Nachteule auf YouTube, in der Tat. Ja, aber ich bin nicht die Einzige. Die erste blonde Thai. Mich haben auch schon einige nachts da irgendwie erwischt. Es gibt wirklich einige, die nachts wach sind. Ganz lustig. Und dann so, oh, du bist ja wach. Und ich so, ja, du ja auch. Bin nur ein Nachtmensch. Ja. Fleischkäse warm oder kalt? Gar nicht. Fleischkäse. Nicht so mein Ding. Brot oder Brötchen? Am Wochenende Brötchen. Sonst Brot. Ich esse gerne Schwarzbrot. Tatsächlich. Pharmazie oder Medizin? Was ist das denn für eine Frage? Was ist das denn für eine Frage? Pharmazie oder Medizin? Auto oder Motorrad? In meinem Fall Auto. Ich bin ganz lange Roller gefahren, aber ich fahre jetzt nicht mehr Roller, weil das schon echt ganz schön gefährlich ist hier. So, wenn man so in der Innenstadt da durch die Gegend pest. Super praktisch. Ich bin wirklich... Ah! Oh Gott, danke für dein Follow, Xenox. Bin wirklich völlig gerne immer gefahren mit dem Roller. Auch immer zur Arbeit und sowas. So auf der einen Seite so praktisch ist in der Innenstadt. Und auf der anderen Seite natürlich auch bei jedem Wind und Wetter. Ne? Das war schon echt hart. Ich bin bei wirklich arschkalten Temperaturen draußen gewesen. So, dass mir die Finger fast abgefroren sind. Dann bin ich mal rechts rangefahren, habe meine Finger wieder versucht, irgendwie warm zu kriegen, die zu klopfen und so. Und dann bin ich wieder weitergefahren. Ich bin auch immer gefahren. Deswegen Roller ja, Motorrad nee, weil ich es einfach nicht kann. Also ich bin nie Motorrad gefahren. Reis oder Nudeln finde ich auch total schwer, weil ich esse gerne Reis, ich esse aber komischerweise mehr Nudeln. Ich weiß nicht warum. Ich bekomme immer einen Schreck, wenn ich ein Follow bekomme. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin generell halt sehr schreckhafter Mensch. Sieht man ja immer, wenn ich zocke. Ich bin immer schreckhaft.
Schlimm. Warum bin ich eigentlich mal schreckhaft? Man hat mich zu viel erschreckt. Ich weiß nicht. In der Zukunft, also in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen. Die Frage habe ich auch schon mal beantwortet. Ich möchte eigentlich nicht unbedingt in die Zukunft, weil ich nicht, also ich möchte auf jeden Fall nicht, nee. Also lieber in die Vergangenheit, glaube ich. Ich will ja nicht wissen, was passiert. Ich will auch nicht wissen, wie lange ich lebe und ich will auch nicht wissen, wenn da irgendwie irgendwas passiert oder so. Ich würde halt, wenn, dann nur mal hinfahren und dann mal fragen, welche Aktien was wert sind, dann würde ich sie mir kaufen. So, das dafür vielleicht, aber sonst möchte ich es gar nicht unbedingt wissen. Verwitter mal dein Kater. Nein, das ist kein Problem. Der hat ja was zu essen. Der hat halt nur Trockenfutter, aber ich wollte ihm halt nochmal Feuchtfutter geben, damit ich auch wirklich weiß, dass er dann auch gut gesättigt ist. Weil wenn er Trockenfutter hat, dann isst er halt, wenn er will. Dann kann er immer essen, ne? Unsterblich sein, unwiederbringlich oder nicht. Vielleicht erschrecke ich mich. Nee, ich erschrecke mich eigentlich nicht gern. Ich erschrecke mich halt einfach. Ganz wertfrei. Unsterblich sein. Oh Gott, ich glaube, das ist... Ich glaube, unsterblich sein ist nicht so schön. Also jedenfalls nicht alleine. Wenn du alleine unsterblich bist, ist es, glaube ich, schrecklich. Also wenn du jemanden hast, mit dem du zusammen unsterblich bist oder mehrere Leute, dann ist es schon wieder was anderes. Aber da hat man dann ja auch gar keine Ziele so richtig, oder? Ich weiß nicht. So ein bisschen wie Cheaten. Cheaten macht auch immer nur am Anfang Spaß, wenn man irgendwie denkt so, ja, ich kann alles. Und dann irgendwie, wenn man alles kann, dann denkt man sich so, jetzt macht das irgendwie alles auch gar keinen Sinn mehr. Also ich würde auf jeden Fall nicht unsterblich sein wollen, wenn ich dann da alleine bin und mitkriege, wie meine ganze Umgebung immer wieder weggeht oder so. Dann kommst du dir vor wie so ein, das ist alles dann so ein Durchlaufposten. Da kannst du dir gar keine Namen mehr merken und dann liebst du jemanden und dann geht er wieder und das ist so, schrecklich. Nee. Dir gehen die Fragen aus, wie kann denn das sein? Das ist ja unglaublich. Macht doch gerade so Spaß. Du kannst ja ein paar mehr Fragen noch merken. gute Frage. YouTube oder Twitch? Na, bisher ja noch eigentlich noch YouTube. Ich bin ja wirklich, das ist ja mein erster eigener Stream jetzt hier auf Twitch. Deswegen kann ich auch gar nicht so viel sagen, aber ich muss sagen, bisher macht es sehr viel Spaß. Es macht sehr viel Spaß. Oh Gott, Mann, ihr seid so gemein. Ah, danke, Faruk. 2-0-1-2-2. wo waren wir gerade? Die Frage von Kai. Interessant oder so? Naja, super. Mir macht das voll Spaß. Also wenn es euch interessiert, finde ich super. Na? Haha, Mensch, Kai. Ach, jetzt? Ja, super. Hast du sie aufbewahrt. Ach, dafür hast du sie aufbewahrt. Ob ich es gut finde oder schlecht finde. Mhm, so. Ein 500-Abo-Special. Oder fehlt die Zeit wegen Umzug? Oh. Ich wollte wirklich unbedingt eins machen. Ich weiß aber nicht, in welcher Form. Oh, wollte eigentlich so was Schönes machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich hoffe es. Ich möchte eigentlich unbedingt eins machen. Vielleicht wird es sonst ein kleines. So ein... Aber ich hatte euch das eigentlich versprochen. Ich habe ja gesagt, ich mache bei 400 nichts und bei 500 mache ich dann wieder. Wölfe oder Bären? Ich kenne nur einen Bären. Der war sehr nett bisher. Den musste ich nicht umhauen. Vielleicht sage ich jetzt mal... Nee, ich sag mal lieber nicht Bären. Ich glaube, ich kriege doch noch meine Rechnung für... Also ich meine jetzt in The Long Dark, oder? Wölfe oder Bären? Weil sonst, also so zum Kuscheln. Bär. Axt oder Messer? In The Long Dark oder in echt? Oder einfach so? Axt oder Messer? Axt ist schon cooler. Ich weiß nicht. Axt. Hallo, Faruk. Ah, ich habe eben schon Auto gesagt. Entschuldigung. Doppelt hält besser. Müsli-Riegel oder Energieriegel? Ich esse nie Energieriegel und ich esse tatsächlich Müsli-Riegel. Ist das jetzt irgendwie peinlich? Nee, ne? Oder so eine Fruchtdinger, so eine Fruchtriegel. Voll geil. Von Butni. Ach so, ne. Von irgendeinem anderen Reformhaus. Butni kennt, glaube ich, gar nicht jeder, ne? Butni gibt es, glaube ich, nur im Norden. Oder? Butnikowski? Sonst heißt das ja so DM. Oder was gibt's noch? Rossmann. Ach so, der Delay. Ach so, der hatte Ben ja auch schon. Stimmt.
Nimm's vorher auf und lade später hoch. Was? 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 Oh nein, jetzt ist schon wieder geleckt. Was habe ich vorhin gesagt? Ich mit meinem Löcher-Sieb-Gedächtnis. Ach so. Ach ja, natürlich, das ist das 500er. Ja, das stimmt. Ja, wenn, dann müsste ich das sowieso jetzt machen, ja. Nee, habe ich wirklich nicht gesehen, Ben. Ich bin immer nur im Kino. Ich gucke da nie was. Ja. Yeah. Ach, alles in the long dark. Okay. Ja, dann auf jeden Fall Axt, oder? Beil, ne? Ja, Beil. Finde ich irgendwie häufiger, ich weiß auch nicht. Ja, ich bin eigentlich nur auf YouTube aktiv normalerweise. Normalerweise bin ich, das ist eigentlich gerade mein erster eigener Twitch-Stream hier. Den anderen, den habe ich zusammen mit Benios gemacht und normalerweise, ja. Machen 500 mit dem Hinweis, dass alles okay ist, ist ja auch geil. So, ich filme mich kurz. Juhu, ich habe 500 Abonnenten, aber alles ist okay. Ich habe keine Zeit. Tschüss. Nein, ich glaube, es sollte schon ein bisschen mehr Liebe dahinter stecken. Bei dir zu Hause gibt es das? Sehr, sehr erfolgreich. Oh. Große Töne hier. Ich heiße auch Zanzara am Zocken, nur zusammengeschrieben. Ehe- oder Langzeitpartnerschaft, muss ich sagen, das ist mir total Wumpe. Ich finde einen Eheschein überhaupt nicht wichtig. Scheiß auf Benios, da alleine bist du viel cooler. Aber gut, dass das Benios selber sagt. Nein, Ben. Wir streamen auch zusammen. Sie hat Liebe gesagt. Liebe. Ah, okay. Putni gibt's bei mir. Ah, so, okay. Blind oder taub? Blind oder taub. Oh, das finde ich ganz schlimm. Blind oder taub finde ich ganz schlimm. Also, da ich Gebärdensprache kann, wahrscheinlich lieber taub. Wobei, dann kann man nicht mehr singen. Das ist nicht gut. Wobei blind, da kann ich nicht mehr gucken. Da kann ich nicht mehr malen. Oh nein, da kann ich nicht mehr zocken. Nein, das ist auch schlecht. Ah, das ist beides schlecht. Nein, ich will das nicht. Ich glaube, ich kann nicht auf meine Augen verzichten. Das ist so schön alles. Also so. Ich glaube, nee. Ah, es ist aber beides schlecht. Ja, ich singe. Also ich habe halt gesungen. Ja. Aber ich singe halt eigentlich nicht mehr aktiv. Ich war mal in einer Band, also hatte selber mal eine Band und habe da auch selber geschrieben und so. Also die ganze Lieder geschrieben, Songtexte geschrieben. Oh. Mittelfinger ist auch Gebärdensprache. Definitiv, Ben. Den versteht jeder. Auch die Gehörlosen verstehen das auch. Partner verlassen oder verlassen werden, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das kommt aber sehr auf die Partnerschaft an, die man davor hatte. Also es ist natürlich einfacher zu verlassen, wenn man quasi schon so ein bisschen damit abgeschlossen hat. Puh. Gibt man einen Link, wo man das sehen kann? Sehen kann man das, glaube ich, nirgends. Ich habe nur eine Dingsseite. Na, von MySpace damals noch. Ah, ich weiß nicht, ob ich den gebe. Ich wollte ja eigentlich singen zum 500 Abonnenten-Special. Ich glaube, das mache ich nicht. Partner verlassen oder verlassen werden. Ich habe darauf nicht geantwortet, weil ich es nicht weiß. Ich finde es schwierig. Ich finde es... Also es ist schon wirklich grausam, wenn man verlassen wird. Es ist wirklich schon grausam. Also ich möchte eigentlich nicht so gern verlassen werden. Ich weiß noch, wie ich da gelitten habe. Oh Gott, als ich das erste Mal verlassen worden bin. Oh Gott, das war so schrecklich. Gott, war das schrecklich. Naja, meistens ist ja irgendwas vorgefallen. Oder wenn man da sich jemanden verlässt und dann, oh Gott, nee. Wenn man dann so, also, ja, wenn man das im Freundeskreis dann auch so mitkriegt, das ist gar nicht schön. Wenn da irgendwie jemand betrogen wird oder so und dann geht der Partner und du stehst da. Was? Ohne die? Was? Matt, wie kannst du sowas sagen? Matt.
Nein, ich will doch mit euch zusammen was machen. Ich habe doch Spaß daran, mit euch zusammen was zu machen. Nein, das wäre doch. Ich zock doch gerne zusammen. Ich mache auch alleine Sachen, natürlich. 3D im Kino, ja oder nein? Wenn der Film gut ist und auch auf 3D richtig abgestimmt ist, finde ich es super. Wenn nicht, finde ich es kacke. Ich habe zum Beispiel einen Film gesehen, den ich damals echt cool fand. Das war die Wintergeschichte von. Wie hießen die? Hieß sie einfach die Weihnachts. Nee, die Weihnachtsgeschichte, glaube ich, hieß das. Und den habe ich in 3D gesehen. Der war toll, wirklich. Der war toll gemacht. Das war halt wirklich zu Weihnachten und so eine Winterstimmung. Das hat richtig Bock gemacht. Und dann aber, welcher war das? Final Destination, wo du gemerkt hast, die wollten das nur übers Knie brechen mit dem 3D-Effekt. Nee. Also, einfach nur um 3D zu gucken, ist Quatsch. Anzeige ist raus. Mit 10 Jahren. Bei Mama oder Papa aufwachen? Bei Mama, glaube ich. Ich glaube bei Mama. Erwachsen, aufwachsen. Oh. Das ist aber eine Frage, du. Es kommt darauf an, wie dein Verhältnis ist zu dem jeweiligen Elternteil. Also ich persönlich würde halt sagen, bei Mama. Weil ich zu meiner Mama immer eine bessere Bindung hatte als zu meinem Papa. Weil der halt immer viel gearbeitet hat. Der war sehr viel weg und deswegen wäre ich natürlich dann lieber bei meiner Mama gewesen. Ich habe mich gar nicht so doll erschreckt, habt ihr gemerkt? Ich bin voll stolz. Danke, Andras. Verrückte Sachen machen oder lieber was Normales? Kommt drauf an, was verrückt ist, weil ich bin ein riesiger Schisser. Ich bin wirklich ein riesiger Schisser. Insofern weiß ich nicht, inwieweit ich da mich dazu hinreißen lasse, irgendwelche verrückten Sachen zu machen. Ich mache gerne auch normale Sachen wie zu Hause auf der Couch sitzen, wobei ich sitze ja meistens nicht auf der Couch, sondern im Bett. Oder halt eben vorm PC. Ich bin ja sowieso gerne zu Hause. Ich bin ja eigentlich so ein PC-Kind. Genau, Christmas Carol. Ja, von Dickens, genau. Aber die wurde ja neu verfilmt, Ben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die neue Verfilmung. In 3D. Hallo, oh, Moment, wie heißt du? Obsti Patio Mentalis. Ja, Obsti. So. Aufwachsen. Aufwachsen, genau, ja, aufwachsen. Ja, genau. Hab ich noch gelesen, Gott sei Dank. Nichts gegen diese beiden, sondern alleine. Ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Es wird mit meinem Erschrecken. Ja, es sind auch keine Wölfe mehr da. Wobei, vorhin waren ja auch keine Wölfe mehr da. Ich habe mich trotzdem erschrocken. Welche Sternzeichen bin ich? Ja, dürft ihr mal raten. Was meint ihr, welche Sternzeichen bin ich denn? Jetzt, wenn man so irgendwie an Sternzeichen glaubt, was ihr gefragt hattet. Schlecht bezahlten Job mit vielen Freiheiten oder gut bezahlten stressigen Job? Also definitiv einen schlecht bezahlten Job mit vielen Freiheiten. Weil ich, habe ich auch schon häufiger mal gesagt auf YouTube, ich finde. Skorpion? Was? Nein. Krebs? Nein, auch nicht. Ich finde. Moment, ich beantworte jetzt aber erstmal die Frage, sonst kann ich nicht weiterreden. Ich finde es viel wichtiger, Freiheit irgendwie zu haben. Und ich finde Geld im Grunde nicht so wichtig. Geld ist zwar notwendig, aber ich finde Geld an sich nicht so. Also die Priorität wird viel zu oft aufs Geld gelegt und letztendlich macht es halt überhaupt nicht glücklich, gar nicht. Klar, du kannst dir halt irgendwelche Sachen kaufen, aber wenn du letztendlich dann immer nur hingehst, dich zur Arbeit prügelst und dir denkst so, boah, Alter, immer nur am Kotzen bist, gehst dann nach Hause und bist dann so schlecht gelaunt, ich glaube, dann stirbst du auch früher, weil du einfach immer nur schlecht gelaunt bist. Ich finde es viel wichtiger, gut gelaunt zu sein und Spaß zu haben und stellt euch mal vor, du kannst sowas hier machen als Job. Ich mache das ja sogar ohne Geld. Ich mache es ohne Geld und wenn du dafür Geld kriegst und wenn es nur ganz wenig ist und ich könnte davon leben, würde ich es machen. So, ich bin keine Wasserfrau, ich bin auch kein Schütze, kein Skorpion und auch kein Steinbock. Du bist Skorpion, echt, Ben? Ich kann gut mit Skorpionen. Aber ich bin keiner. Ah, ihr habt es nicht raus, nein. 3 Kinder und kein Geld oder keine Kinder und drei. Dreigeld. Ich hätte gerne Dreigeld. Was kostet das? Dreigeld. Oh mein Gott, nicht so schnell. Lieber arbeiten, um zu leben, als leben, um zu arbeiten. Genau. Genau. So sieht's aus. Word.
Lieber mit Jesus Kegeln oder mit Dieter Bohlen? Du bist zu geil. Ich möchte lieber mit Dieter Bohlen. Jungfrau, nein, nein, Jungfrau bin ich auch nicht, nein. Ich bin Wölfin, er hat's, ich bin Wölfin. Also, nochmal zu den Kindern. Ich möchte drei Kinder und kein Geld. Ich glaube, drei Kinder und kein Geld ist auch übel. Weil, ich glaube, das merken die Kinder, wenn man unglücklich ist. Also, wenn man nichts hat und ich glaube, das ist nicht schön für ein Kind. Also, dann sagen wir mal so, dann lieber ein Kind und Geld als drei, ich formuliere das jetzt mal so um, als drei und nichts. War das jetzt adäquat? Ich weiß es nicht. Ja. Ja, genau, bereite mal ein paar Fragen vor, freue ich mich schon wieder drüber. Sehr cool. Ich kündige das auf jeden Fall an, wenn ich das nächste Mal wieder streame. Mach's gut, Kai. Schlaf gut und danke für die ganzen Fragen. So, jetzt, bei dem war jetzt was dabei. Der Karl, der hat jetzt alles durch. Eins davon bin ich. Ich habe sogar vorhin gesagt, keiner hat's mitgekriegt. Ich habe gesagt, ich bin Zwilling. Ja. Ich bin Zwilling. Und Zwillinge können eigentlich gar nicht unbedingt gut mit Skorpionen, aber ich kann irgendwie gut mit Skorpionen. Ich bin mit Skorpionen groß geworden. Mein Papa war auch Skorpion. Aber Skorpione sind manchmal ein bisschen schwierig. Also nein, sie sagen, sie sind challenging. Aber das weißt du ja, Ben, du bist ja auch challenging, ne? Du machst ja gerne Challenges und so. Ja, ich glaube, wir machen jetzt mal langsam Feierabend, oder? Wollt ihr noch quatschen? Nee, ne? Sonst kriegt der Kater nichts mehr zu essen. Kannst du sagen, in welchem Arbeitsumfeld? Die haben mich geprägt, ja. Nein, nicht Feierabend. Oh. Nein, wir machen irgendwie nochmal weiter. Wir machen das dann wieder so, dass wir irgendwie so eine nette Quatschrunde uns nochmal überlegen. Ihr könnt euch ja mal, wenn ihr Bock habt, wirklich irgendwie ein paar Fragen so überlegen oder irgendwas Lustiges, was man noch so machen kann zusammen. Das macht wirklich Spaß. Sonst kriegt der Karl, sonst kriegt der gar nichts mehr zu essen. Ne? Karl, was? Nein, du bekommst noch was. Also, jetzt nicht Katzenfutter, aber, also, was? Egal. Ich bin verwirrt. So, ich kann immer ganz schlecht Tschüss sagen, aber ich mach das jetzt mal. Ich sag jetzt mal so Tschüss zu euch und so und dann freue ich mich auf jeden Fall mega, mega, mega auf den nächsten Stream. Ich glaube, das muss ich wirklich mal häufiger machen. Ich muss einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen. Ich bin da immer so aufgeregt vorher und denke dann immer so, Gott, ich schaffe das alles nicht. Was mache ich, wenn keiner kommt? Wenn keiner kommt, dann ist auch doof. Aber irgendwie kommen ja dann doch Leute. Keine Ahnung, wo die herkommen. Aber okay, bei manchen weiß ich natürlich, wo ihr herkommt. Ihr kommt ja über YouTube und so. Aber ja, voll, voll cool. Wirklich riesengroßen Dank. Es hat so einen Spaß gemacht. Ein Applaus für euch. Kam bei der Partner. Rosa, du bist so geil. Okay, meine Lieben, schlaft gut. Ihr seht uns entweder auf YouTube oder bei Twitch und ich werde es bei YouTube natürlich ankündigen oder auf Twitter, wo ich ja total aktiv bin, weil ich ja so mega viel Ahnung davon habe. Aber naja, gut. Danke, Matt, danke, Matt, danke, Matt, danke, Matt. Und danke, Matt, auf Wiedersehen. Schlaf gut, meine Lieben. Denkt morgen an meinen Kater. Ich hoffe, es geht ihm gut. Dann wieder. Hirni. Ja, ich weiß, das habe ich gesehen. Fand ich richtig, richtig, richtig cool von ihm. Ich hoffe, er ist nicht enttäuscht, dass er das getan hat. Ich weiß ja nicht, ob er auch mal geguckt hat. Ups. So, jetzt aber wirklich. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut.